Vor über 20 Jahren lautete die überraschende Diagnose: Wirtschaftssimulationen können auch Spaß machen. Theme Hospital beförderte PC-Spieler zum Manager eines Krankenhauses, in dem Patienten mit den absurdesten Beschwerden auftauchten. Jetzt reanimieren zwei der Lead-Entwickler ihre Idee mit Two Point Hospital und liefern einen mehr als würdigen Nachfolger ab. Das Ziel? Ein Netz aus Privatkliniken errichten. Die Herausforderung? Jeder Ort bringt andere, aberwitzige Krankheitsbilder mit sich. Die Umsetzung? Prima. Mit wenigen Klicks lassen sich Diagnose- und Behandlungszimmer planen und ausstatten, fähiges Personal einstellen und Arbeitsabläufe optimieren. Das Beste? Der britische Humor. Allein schon deshalb mehr als einen Blick wert. Auch wenn sich manche Aufgaben immer wieder wiederholen. Mit den ersten beiden Labo-Kits hat Nintendo das Potenzial seines Bastel- und Spielkonzepts bewiesen. Jetzt will man mit dem Fahrzeugset richtig Gas geben. Und zwar zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Pappbögen, Seilzüge und reflektierenden Aufkleber für insgesamt 3 Steuergeräte finden sich in der Packung. Gute 3 Stunden dauert das Zusammensetzen des Lenkrads samt Gaspedal. Flugstick und U-Boot-Ruder gehen deutlich schneller. Per Schlüssel klappt der fliegende Wechsel zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugen. Mit der beiliegenden Software will Nintendo zudem die größten Kritikpunkte an den bisherigen Labo-Angeboten entkräften. Hat man zu den beiden Start-Sets nur mittelprächtige Minigames geliefert, soll der Abenteuermodus des Fahrzeugsets auch über längere Zeit motivieren. Klappt zwar nicht ganz, trotzdem macht die Erkundung einer riesigen Insel ein paar Stunden lang Spaß. Düsteres Comeback. Shadow of the Tomb Raider wurde nicht wie die beiden vorangegangenen Abenteuer der neuen Lara Croft von Crystal Dynamics entwickelt, sondern vom Eidos Studio aus Montreal, dem Team hinter den schleichintensiven Deus Ex und Thief-Spielen. Und das spürt man deutlich. Bei ihrem schaurig düster inszenierten Kampf gegen die Handlanger einer Weltuntergangssekte und die etwas tölpelhaft heraufbeschworene Maya-Apokalypse geht die beeindruckend animierte Lara Croft am liebsten heimlich vor und attackiert ihre Widersacher aus der Deckung heraus. Statt offensiv ausgetragener Scharmützel steht das Erforschen sparsam ausgeleuchteter Tempelanlagen auf dem Programm, die mit knallharten Rätseln und Geschicklichkeitspassagen sowie zuweilen unfair platzierten Fallen gespickt sind. Nicht ganz so spektakulär wie die Vorgänger, aber ein gelungener Abschluss der Reboot-Trilogie.